in die Straßenbahn oder den Bus steigen und einfach in die Innenstadt fahren, ohne irgendeinen Fahrschein zu lösen. Das wär's, oder? Die Idee eines sozusagen kostenlosen Tickets ist nicht neu, doch kostenlos wäre dieser Fahrschein nur auf den ersten Blick. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund hat sie gestern vorgestellt. Die Idee gehört zu insgesamt 6 Vorschlägen, um an die dringend benötigten Mehreinnahmen in Millionenhöhe zu kommen. In Sachsen-Anhalt wurde jetzt ein weiterer Fall der Vogelgrippe bei Wildvögeln bestätigt. Der Geflügelpesterreger H5N8 ist bei 2 tot aufgefundenen Reiherenten im Saale-Kreis nachgewiesen worden. Hierzulande gibt es ja mittlerweile mehrere Vogelgrippefälle. Und um die Ausbreitung zu verhindern, dürfen Geflügelzüchter ihre Tiere schon seit Wochen nicht mehr draußen halten. Und vor allem für die Rassezüchter hat die Stallpflicht fatale Folgen. Denn viele müssen jetzt ihre Bestände verkleinern. Der Bund der Steuerzahler ist ja dafür bekannt, dass er den Finger in die Wunde legt und unbequeme Wahrheiten ausspricht, wenn es um die Zweck- oder eben unzweckmäßige Verteilung von Steuergeldern geht. Aber dass der Bund der Steuerzahler gar Strafanzeige gegen die Landtagsfraktionen von CDU, Linken, SPD und Grünen stellt, das hat es bisher noch nicht gegeben. Von Untreue und Geldverschwendung ist die Rede. Und die Fraktionen hätten auf Kosten der Steuerzahler ihre Kassen gefüllt, so der Bund der Steuerzahler. Ja, wie reagieren die Fraktionen auf diese Vorwürfe? Und weitere Meldungen des Tages sehen Sie jetzt im Kurzüberblick von Matthias Lindner. Beim CDU-Bundesparteitag in Essen war das heute der Tag der Wahlen. Und natürlich ging es da zuallererst um Angela Merkel als Kanzlerkandidatin der CDU und ihren Rückhalt in der Partei. Aber auch für den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, stand einiges auf dem Spiel. Bei ihm ging es um die Bestätigung als Mitglied im Bundesvorstand, als einzige Stimme aus dem Osten in diesem Führungsgremium. Das Tierheim Stendal-Borstel ist seit Jahren Anlaufstelle für Tiere, für die sich woanders kein liebevolles Zuhause findet. Doch die vielfältigen Aufgaben sind vom Trägerverein nicht allein zu stemmen. Und das ist ein Fall für unser Mitmachen statt Meckern-Team. Wir helfen regelmäßig dabei, Probleme zu lösen und gemeinnützige Ideen zu beflügeln. Und diesmal haben wir den Anstoß gegeben, kurzfristig ein zwingend notwendiges Bauprojekt zu realisieren. Zurzeit finden ja die Floorball-Weltmeisterschaften in Lettland statt. Und Sachsen-Anhalt ist mit dabei, genauer gesagt Nationalspieler vom UHC Weißenfels und von den Red Devils aus Wernigerode. Heute verloren sie das letzte Vorrundenspiel gegen das Top-Team aus der Schweiz. Also keine Überraschung, auch nicht für die Floorball-Tigers aus Magdeburg. Die Spieler aus der zweiten Bundesliga wissen aber, dass nicht nur die Resultate zählen. Ja, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Ihnen und wir bringen Sie dann morgen wieder auf den aktuellen Stand, Punkt 19 Uhr, hier im MDR bei Sachsen-Anhalt heute. Und hier gibt es jetzt noch die Wetteraussichten mit Susanne Langhans. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.